meinem Arbeitszimmer hängen an der Wand besondere Bilder. Sie sind besonders für mich, weil meine Tochter sie mir vor Jahren gemalt hat. Und immer wieder bleibt mein Blick dran hängen, weil sie ein bestimmtes Thema, was auch in meinem Leben immer wieder vorkam, einfach darstellt. Das Besondere an diesen Bildern ist außerdem, dass sie in einer ganz bestimmten Technik gemalt sind. Diese Technik nennt man Pointillismus. Und das Merkmal dieser Malerei ist, dass es aus ganz vielen kleinen, aneinander geordneten Pünktchen besteht. Geht man sehr dicht an die Leinwand dran, dann kann man nur kleine Punkte erkennen, aber geht man weiter davon weg, erschließt sich einem ein ganzes Bild mit Konturen und mit Figuren und mit der Darstellung des Bildes. Genauso funktioniert zum Beispiel die moderne digitale Fotografie. Sie besteht aus kleinen, winzigen Pünktchen, die man Pixel nennt und die sich in der Gesamtheit zu einem Bild entwickeln. Das eine Bild, was mich besonders immer beeindruckt, das ist das, wo eine große Hand einen kleinen Körper aus einer sehr bedrängenden Situation quasi packt und herausreißt. Und das ist das, was mein Leben oft beschreibt, dass es Situationen gab, die sehr bedrohlich waren, die unüberschaubar für mich waren und wo Gott mit seiner Hand mich ergriffen hat und mich quasi aus diesen Wasserfluten herausgerissen hat. Und genau das beschreibt der Psalm, wenn er sagt: Er griff aus der Höhe, erfasste mich, zog mich heraus aus großen Wassern. Oder im Psalm 144 lesen wir: Strecke deine Hand aus von der Höhe, reiße mich heraus und rette mich aus großen Wassern. Rette mich aus großen Wassern, rette mich aus Bedrängnis, reiß mich raus aus dem, was so in meinem Leben an Bedrohung und an Unübersichtlichem jetzt ist. Und das, was ich erlebt habe und was mein Zeugnis heute ist, das ist wirklich das, dass der Herr das immer und immer wieder getan hat. Seine Hand kam in die Situation und riss mich raus aus diesen großen Wassern der Bedrängnis. Riss mich raus aus der Situation, die ich nicht selber bewältigen konnte oder wo ich einen Ausweg gewusst hätte. Er riss mich raus, indem er meine Hand fasste oder indem er die Situation veränderte oder die Dinge um mich herum veränderte und er stellte mich auf festen Grund. Wenn du heute in einer solchen Situation sein solltest, bete das. Reiß mich heraus und stell meine Füße auf festen Grund. Und du wirst sehen, Gott hat ein Zeugnis für dich. Gott wird ein Zeugnis aus dieser Situation für dich schaffen. Denn Gott hat mehr für dich.